Erst in den Niederlanden, dann Serbien und Ungarn, jetzt Deutschland. Bidal Kalamasi spielt seit Jahren für internationale Spitzenclubs wie Partizan Belgrad und Zolnoki Vizilapta. Seit diesem Sommer schnürt ihr die Kappe des Berliner Rekordmeisters. Waterpolo is my passion, so to play waterpolo and train makes me happy and especially with this kind of team and coach and they are all ambitious and they want to get the best out of themselves. So it triggers me also to push harder. Nicht nur für den niederländischen Nationalspieler ist alles neu, auch für das Berliner Team selbst. Neuer Trainer, neue Gewohnheiten. Kommuniziert wird jetzt nur noch auf Englisch. Wechsel bringen immer was Neues, neue Inputs und neue Dynamik. Und bis jetzt fokussieren wir uns, um dieses Neue alles aufzubauen. Gegen den OSC Potsdam war er schon der beste Torschütze und so auch beim Match gegen den SSV Esslingen. Die Wasserfreunde und Bilal behaupten sich mit 25:5. Alleine 4 Tore gehen auf das Konto des Sportlers. He's very powerful. He's always he's a beast. He's a beast. He can do everything with his power. Apropos Saisonziele. We try to get in the final 8. It will be hard, but we have ambitions. But we will see. We are a new team, so I hope we can realize this targets. Bereits am kommenden Samstag kann es soweit sein, dass Bilal den ersten Titel mit den Wasserfreunden holt und die Trophäe endlich in die Höhe streckt. Denn die Berliner treffen im Supercup auswärts auf ihren Dauerrivalen von Waspo 98 Hannover. Ein harter Kampf ist vorprogrammiert. Of course we'll be aggressive and I think they will know that also Hannover that will be aggressive and yes, what I said, I can't talk too much about the strategy, so. Gerade deswegen ist eines sicher. Die Wasserfreunde werden mit ihrem neuen Topspieler Bilal Kalamasi in Hannover in Bestbesetzung auftrumpfen.